herzlich willkommen zu unserem nächsten Hohenlohe-Erlebnis. Ja, heute sind wir im Wildpark Bad Mergentheim und schauen uns mal an, was hier so alles zu erleben gibt. Auf jeden Fall ganz viel wilde Tiere und das zeigen wir euch alles jetzt. Als erstes sind wir in so ein Gehege gegangen, wo Ziegen drin waren und die Ziegen darf man auch streicheln da drin. Ach Gott, die Kleine ist ja süß. Dort gibt es auch ein Wolfsrudel mit ca. 30 Timberwölfen. Die wurden da auch gerade gefüttert, können da noch mal ganz schön laut sein. Nils, das sind deine Geschwister. Hey! Das sind doch süße Geschwister. Das war jetzt keine Beleidigung. Was sind das für Schweine? Wie? Wollschweine. Wollschweine. Ja, die sind wirklich sehr wollig. Also da oben sind jetzt die Waschbären. Und die waren jetzt gerade eher noch am Ausruhen, aber die merken, dass es gleich Essen gibt. Deswegen, man sieht, die machen den Weg jetzt wieder nach unten. Was ich zum Beispiel noch nie in live gesehen habe, das sind Eisfüchse, wahnsinnig süßes Gesicht und ziemlich flauschiges Fell. Am liebsten würde ich die streicheln, aber das sollte man wahrscheinlich auch nicht tun. Also wir sind jetzt hier bei den Wildkatzen und hier gibt es einen Beutesimulator. Das ist bestimmt sehr interessant anzuschauen, sich umzusetzen. Die Tierpflegerin hat an diesen Beutesimulator dann so ein totes Küken hingehangen und lässt es jetzt hier so hochfahren, um das attraktiv für die Wildkatzen zu machen. Das simuliert natürlich die Beute für die jetzt eigentlich jagen sollten. Das hat aber heute nicht ganz so gut funktioniert. Ja, irgendwie haben sie sich nicht für uns rausgetraut. Ja, aber wer die Wildkatzen sehen will, der muss einfach hier vorbeikommen. So sieht's aus. Was sind das denn? Wehe? Ja, aber irgendwas anderes als Wehe. Irgendeine andere Form, oder? Nee. Ach Gott, die sind aber voll goldig. Gott. Also man merkt, du hast noch nie ein Reh in echt gesehen. Doch, hab ich. Wer auch noch nie ein Reh in echt gesehen hat, der sollte hierher kommen. Gott, sind die süß. Eigentlich kann man auch da entlang laufen. Glaubst? Ja, kann man eigentlich. Außer es ist Hirschbrunst. Brunft, oder? Brunft. Ja, was hier auch möglich ist, über Nacht im Wildpark. Ja, zum Beispiel direkt bei den Wölfen, da gibt es eine Hütte, direkt am Gehege von denen. Und da hört man die heulen und man hat direkt einen Blick auf die Wölfe die ganze also Nacht. Also echt schön, man kann halt wahrscheinlich nicht schlafen, aber so ein Erlebnis muss man mal erlebt haben. Hohenloh erleben. Also Wahnsinn, wie viele Tiere man hier entdecken kann. Hier Schafe? Sind das Schafe? Oh Gott, was sind das denn? Gott, wir kennen uns einfach nicht mit Tieren aus. Warte. Was sind das, Judith? Schwarznasenschafe erkennt man sehr gut an der schwarzen Nase. Sehr gut erörtert, Judith. Ja. Man muss nur kombinieren können. Jetzt kommen wir zu fliegenden Tieren, zu Eulen. Deswegen muss man hier auch vorsichtig sein. Wenn man zum Beispiel einen Hund hat, müssen wir den normalen Weg entlang gehen. Wir haben ja natürlich keinen Hund dabei, deswegen können wir hier rein.
Schauen wir mal, ob wir hier eine Eule finden. Da ist der Uhu. Da. Da tanze ich sehr gut. Der Bartkauz. Der Bartkauz. Hier kann man sogar an diesen Fragetafeln auch Fragen zu den Eulen zum Beispiel beantworten. Warum können Eulen lautlos fliegen? Warum können Eulen so gut sehen? Und die ganzen Antworten findet man dann hier. So, wir hatten jetzt einmal einen Rundgang hier durch den Wildpark Bad Mergentheim. Ja, es war richtig, richtig schön und man kann hier einiges erleben. Ja, so viele Tiere, die man sehen kann, auch streicheln kann. Also der perfekte Besuch für die ganze Familie. Ja, und jetzt liegt es an euch. Runter vom Sofa und Hohenlohe erleben. Den haben wir aber nicht dabei, deswegen dürfen wir hier durch. Oh nein, das ist zu. Nee, ist offen. Ah, Alter. Ich hab's wieder gedrückt. Können wir es wieder nochmal machen? Nee, das bleibt so drin.